Hallo und herzlich willkommen hier in der Seidenstickerhalle zu den deutschen Badminton-Meisterschaften. Wir wollen unsere Augen mal auf den Nebenplatz richten, zu einer ganz besonderen Partie, denn da spielt Torben Langwald gegen Sonja Schlösser um eine Wildcard. Torben Langwald hier im Vordergrund zu sehen in Rot und Sonja Schlösser hinten in Orange. Schlösser mit der Angabe auf Langwald Rückhand. Oh, und da ist er schon gleich beim zweiten Schlag überfordert. Langwald tut sich sichtlich schwer. Jetzt kriegt er den Ball mal rüber mit seiner Rückhand. Oh, und da kommt er erst gar nicht mehr übers Netz. Schlösser spielt das ganz souverän runter, ganz locker. Spielt sie die Bälle übers Netz. Schöne Angabe hier. Langwald kämpft da schon mit sich selbst am meisten. Schlösser mit der Angabe. Schöner Return von Langwald. Oh, ein hoher Ball. Da wird er zurückgespielt, kurz in das Netz. Und da ist der erste Punkt von Torben Langwald. Gut, Sonja Schlösser hat auch, glaube ich, gerade gar nicht hingeguckt. Angabe Schlösser, ein hoher Ball und oh, ja, das ist natürlich richtig peinlich. Langwald mit einem Luftloch. Sieht aus wie nicht gekonnt und auch nicht gewollt. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, das Ding ist durch.